Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget auf Server W50. Es ist mittlerweile Dienstag, Tag Nummer 5. Das heißt, wir haben es bald geschafft, ne? Noch zwei oder drei Tage, dann haben wir schon eine Woche. Eine ganze Woche W50. Na, ich bin nicht mehr gerade, ich bin gerade erst aufgestanden. Nochmal ein bisschen strecken und gehen und, meine Nase ist noch ein bisschen verstopft. Aber wie ihr seht, Leute, ich war schon fleißig, habe ein bisschen vorbereitet, habe die Gilden durchgeschaut und das mal aktualisiert, das gute Ding hier an, ne? Die besten Gilden, Durchschnittslevel und Ritterhallenpunkte. Und es hat sich einiges getan. Ein paar Gilden haben mehr Level-Ups gemacht als andere Gilden. Und das schauen wir uns jetzt an. Ganz oben auf Platz 1, immer noch auf Platz 1 Hollywood mit 124 Durchschnittslevel, das ist wirklich eine Menge, ne? Teilweise doppelt so viel, ne? Doppeltes Durchschnittslevel als die Top 15 Gilde. Das hat schon was zu heißen mit 398 Ritterhallenpunkten. Dann Crit Happens auf Platz 2 mit 109, auch sehr gut dabei. Aber da sind halt schon, ne? Muss man sich mal vorstellen, zwischen Rang 1 und Rang 2, 15 Durchschnittslevel-Unterschied, das ist gewaltig. Mal gucken, wie lange das noch so sein wird. 15 Level, ob das noch mehr wird oder weniger. Dann auf Platz 3 unsere Holzfällerhütte. Wir halten uns wirklich sehr gut hier auf Platz 3, aktuell mit 97 Leveln, 97 Durchschnittslevel. Und dann gefolgt von Project Alpha mit 89. Spektrum mit 88 und dann die Sharks mit 84. Dead Valley mit 82. Rang 1, Rang 2 immer noch Riesenunterschiede zwischen Rang 2 und Rang 3 wieder. Zwischen Rang 3 und Rang 4 eine Holzfällerhütte und Project Alpha sind es dann nur noch 8 Level. Was heißt nur noch 8 Level? Sind trotzdem noch 8 Level. Und dann ist alles ein bisschen näher beisammen. Ja, Dreamland 79, Shadowhunter 76. Rising Star auch 76. Avalanche mit 70. Valhalla mit 69. Nice. Olympus mit 64. Zetchnokceni mit 63. Und ja, Zabadon mit 59. Falls ich da jetzt eine Gilde vergessen habe, die vielleicht schon ein höheres Durchschnittslevel hat, dann sagt mir Bescheid, dass ich die Gilden mit in die Liste hole. Aber so sieht das hier aktuell aus, ne? Ritterhallenpunkte sind schon wieder eine andere Sache. Und da kann ich stolz sagen, dass aktuell unsere Holzfällerhütte hier die führende Gilde ist, ne? Mit 405 Ritterhallenpunkte. Highest on average. Im Durchschnitt hat die schon jeder Member aktuell eine Ritterhalle von 8. Mehrere sogar schon von 9. Es geht sehr gut ab. Also jeder macht hier fleißig mit. Ich glaube, bis auf 1-2 Ausnahmen hat auch jeder. Spielt jeder die Strategie ohne eine Verteidigung, Teilschutztaktik und wir kriegen hier gut Ressourcen rein. Ja, ich selber zeige es euch mal gleich bei meinem Account, wie es da aussieht. Aber ja, dann Hollywood mit 398, teilt sich Platz 2 mit Project Alpha mit 398. Und ich kann mal sortieren hier, bam, von Z nach A. Und so sieht man hier, ne, Achso, jetzt ist hier Project Alpha markiert. Das sollte eigentlich nicht so sein. Dann Spektrum mit 392, Dreamland auch. Crit Happens mit 384. Sharks mit 382. Und dann geht dann runter bis. Zetchnokceni, ne? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Entschuldigung. Mit 332. Also hier sieht man schon eine ordentliche Kurve. Die ersten drei Plätze sehr, sehr gut dabei, ne? Holzfällerhütte, Hollywood. Project Alpha. Und dann geht es ja ganz doll runter. Aber auch da schauen wir, wie sich entwickelt. Ne? Ziel ist natürlich bei jedem die 1000 Ritterhallenpunkte. Bei jedem Spieler 20er Ritterhalle. Aber bis dahin wird es noch lange dauern. Boah, Leute. Ne, Entschuldigung, meine Nase. Meine Nase macht mich verrückt. Okay, auf dem Server selbst. Ich bin Stufe 104. Ich hatte es ja probiert,
Habe es leider nicht geschafft. Ne? Mein Ziel war ja gestern für den Stream Stufe 105 zu erreichen. Aber der Vulkangeist hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Durch die Rechnung. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich seit wie 50 Server Start kann ich einfach nicht mehr richtig reden. Ja, Stufe 104. Das heißt, heute ist das Ziel dann 105. Entweder durch die Abenteuerlust. Im Bestfall lege ich dann heute nochmal den Vulkangeist, ne? Bisschen skillen, dies, das und dann sollte der hoffentlich endlich mal down gehen. Wird Zeit. Trotzdem halte ich mich hier auf einem stabilen Rang 181, also in den Top 200, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und ich habe jetzt nicht wenig geputzt, also vergleichsweise wahrscheinlich schon wenig, ne? Mit aktuell 6k Pilzen. Aber trotzdem, dass man mit dem Einsatz gerade mal so in den Top 200 spielt, kann natürlich auch daran liegen, dass ich den Krieger gewählt habe. Hätte ich jetzt zum Beispiel den Bersi gespielt, wäre ich für den gleichen oder mit dem gleichen Einsatz wahrscheinlich deutlich höher. Vielleicht dann sogar Top 150 oder Top 100. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur Müll. Weil B50 ist schon wirklich... Hier ist eine Menge los. Ne? Wenn ihr schaut, hier gerade mal in den Top 250 ist man schon über Level 100. Und in den Top 30 ist man schon 200. Und für die Top 10, ja, da brennt das Portemonnaie. Festung wollte ich euch zeigen. Ne? Meine Festung baut jetzt gerade. Und ich merke gerade, ich habe das Spiel übel laut. Ne? Ich hatte ja gestern noch im Discord gestreamt. Ist gar nicht mehr aufgefallen. Da hatte ich das ein bisschen lauter als sonst. Jedenfalls, meine Festung geht gerade auf oder in Richtung 10, was heißt, dass, ja, wenn die Festung 10 ist, wird die Mine auf 10 gebracht, dann wird nach dem Schlüssel zur Unterwelt gesucht, ne? Oder nach dem Herz der Finsternis. Dafür fehlen aber natürlich noch ein paar Dungeons, dafür müssen die ersten neuen Dungeons geklärt sein. Sollte wahrscheinlich dann zeitgleich passieren, hoffe ich. Also ich gehe von aus. Also ich bin mir sicher, dass ich wahrscheinlich sogar noch die ersten 9 Dungeons gelegt habe, bevor die Mine auf 10 ist. Aber das ist so das nächste Ziel, ne? Arena Manager, Mine 10, Unterwelt. Und ich kann mal zeigen, es sind schon einige Spieler, die jetzt die Unterwelt haben. So wie ich es gesagt hatte, ne? Gestern Abend schon hat es da angefangen. Sera, glaube ich, als erster hier mit 162 als Assassine, ne? Hat sich die Unterwelt geholt. Mittlerweile schon 16 Leute, sogar 2 aus unserer Gilde. Let's Runes hat es geschafft. GZ dazu und Dali auch. Und warte mal. Wait, Dali hat doch gerade eben Stufe 200 im Chat erreicht, oder? Oh mein Gott, lol. Holy shit. Okay, alles klar. Ja, da nehme ich einmal kurz ein Video auf hier. 8 Minuten drin, ne? Auf einmal hat Dali hier 12 Level-Ups gemacht. Oh mein Gott, what the fuck. Gleich sogar unser Neo überholt. Ja, wir haben auch jetzt schon 2 Leute über 200. Ich wollte eigentlich gerade hier den Gildenchat zeigen und sagen, dass unsere Dali Stufe 200 erreicht hat. Auf einmal, ne, ja, gut. Schon ein paar Level-Ups mehr. Schon 213. Guck mal, hört nicht auf. Ist jetzt hier gerade im 13. Stock angekommen. Einmal komplett durch die ganze Hölle. Ist stark. Ist sehr stark mit den Werten. Wow. Mit den Werten. Not bad. Ja. Und der Durchschnittslevel ist auch höher gegangen. Bei 98. Unser Ritterhallenpunkt ist auch schon bei 407. 2 Punkte mehr, ey. Ey, ich nehme 8 Minuten Video auf und auf einmal ist die Gilde einfach, ja. Die geht ab. Die haben Bock, das gefällt mir. Und ihr seht hier, ich bin fleißig am Angreifen in der Festung. Hier wird kein Männchen stehen gelassen, außer halt jetzt beim Schlafen, ne? War auch sad, ne? Ich war nur 7 Stunden schlafen. Was ist nur 7 Stunden? Ich war gute 7 Stunden schlafen. Und bin von Rang 245 auf Rang 350 gedroppt. Konnte mich jetzt aber wieder in den letzten 2 Stunden auf 276 hochkämpfen. Aber dann merkt man, ne, wie brutal das ist. Einmal kurz, einmal geschlafen und man fällt fast 100 Ränge. Das ist brutal. Das ist brutal. Ja. Dämonenportal fängt jetzt auch langsam an. Die Leute werden über 100. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir da das erste Down haben. Gerade 4% weg. Unsere beiden Höchsten haben aber noch nicht raufgehauen, so wie es sein soll. Hatten auch eine Rundmail geschrieben, ne? Dass wir die Leute bitten, das Portal erst anzugreifen. Am Ende des Abends, ne? Wenn die Stats am höchsten sind, wenn die alle schon durch ist.
Und dann, ja, geht das hoffentlich schnell weg. Würde mich interessieren, wie es bei den anderen Gilden aussieht. Gerade so bei Hollywood, wie weit die in ihrem Portal sind. Da kann ich mir vorstellen, dass die bald schon sogar das erste Down haben mit so vielen Leuten über 200. Aber noch sehe ich hier kein Portalbonus beim Schaden jedenfalls hier. Im Dungeon, im Solo-Dungeon hier schon 3 Down, aber mit dem Level kein Wunder. Ich glaube, da ist der erste Gegner auch 150 oder so. Und wenn man knapp über 200 ist, kann man das schon, one-shotten. Guten Tag. Das ist dann jetzt für Tag für Tag. Jeden Tag machen die den Gegner Down. Leute, so sieht's aktuell aus hier auf Server W50. Es bleibt interessant. Und hoffe, dass es auch weiter so gut läuft. Mal schauen, wie lange wir uns mit den Ritterhallenpunkten da oben halten können. Aber gefällt mir gerade sehr, sehr, sehr dolle. Könnte natürlich auch sein. Was ich vermute ist, dass zum Beispiel Gilden wie Hollywood oder Crit Happens gerade weniger Ritterhallenpunkte haben, weil man da vielleicht sagt, okay, konzentriert euch mal bitte auf die Unterwelt, dass ihr euch die holt. Da habt ihr gerade am meisten von. Und holt dann, wenn ihr die Unterwelt habt, die Ritterhalle nach. Und überholen uns dann vielleicht auch ganz schnell. Das weiß man ja nicht. Aber das werden wir dann die nächsten Tage sehen. Leute, das soll's für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.